Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yippie-Yay, GTA! Und wir haben es geschafft, ohne Aufsehen zu erregen. Hä? Wo müssen wir denn hin? Ach so, nach oben müssen wir. Ohne Aufsehen zu erregen. Upsa. So, jetzt nach oben. Und dann hoffentlich wird alles gut. Man kann auch alles klären. Friedlich. Hä? Okay. Oh, hier ist wieder Schnee. Listen, Amanda. We're going to move to Los Santos. Start over. I made a deal. The slate will be totally wiped clean. Hey, everybody, pay attention. No one gets hurt. Trust me, darling. Look at me, Amanda. It was the only thing I could do. Either everyone dies or one guy gets out. I'm that guy. Slow and steady, team. Slow and steady. His name is Dave Norton, nice guy, realist. He gets the glory, I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? All right, you want to live? Tell me you want to live. Work this out. Gibt es den Ort hier, ne? Kann das hier alles abfahren? Wollen wir das mal ausprobieren? Some depot out of town, you don't need to know. Trust me, nothing is gonna go wrong. Nothing. Yeah, I hear you. We gotta follow the plan. Everything will work out. I did the deal. Oh, Amanda. Okay. Michael hat nicht den Friedhof erreicht. Warum? Ich hätte auch jetzt da links abbiegen können. Alle Wege führen zum Rom, nach Rom oder zum Dom, je nachdem. Okay. Ach Mensch. Listen, Amanda. We're going to move to Los Santos. Start over. I made a deal. The slate will be totally wiped clean. Hey, everybody, pay attention. No one gets hurt. Trust me, darling. Look at me, Amanda. It was the only thing I could do. Either everyone dies or one guy gets out. I'm that guy. Slow and steady, team. Slow and steady. His name is Dave Norton. Nice guy, realist. If you he gets the glory, I get out. Help me. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? All right, you want to live? Tell me you want to live. Work this out. Some depot out of town, you don't need to know. Trust me, nothing is gonna go wrong. Nothing. Yeah, I hear you. We gotta follow the plan. Everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. Be happy. Be normal. It ain't supposed to go down like this. Okay. We did it. Baby, we are home free. It's over. This is fucked, man. The thing is blown. Just this one job and everything is done. Everything is done. Everything is done. Kalt hier. Begib dich zu deinem Grab. Lustig. Okay. Ich begib mich zu meinem Grab. Schade, dass man diese Map nicht so richtig besser kennenlernt.
wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark comes out in the light. Oh, give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. As if I didn't know. Brad! Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the cannon, me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck! 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 Trevor Phillips! Mr. Chow has requested the word! Hey, ho-ho! I'm not the guy you're looking for! Hey, Tazitimit! Get the boyfriend! Boyfriend? Na? Ja. Fucker. Nee. Was zur Hölle ist hier los? Ist ausgerutscht. Ich hab doch einfach liegen, Mann. Oh, da hat er sich ausgequatscht. Hä? Wieso? Hä? Wieso kann ich nicht laufen? Jetzt. Ich habe nur die Pistole. Boah, das sind noch mal viele. Aua, aua. Verbunden. Noch mehr. Hey, you got the wrong guy. We'll take you with us. Fuck off, you confused pieces of shit. Wer sind das über? Was für Typen sind das überhaupt? Ich habe das Gefühl, die haben irgendwie mit der Sache was zu tun oder so, kann das sein? Hm. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht erfahren wir es irgendwann. Kann ich den Wagen hier nehmen? Da kann ich doch damit vorbrettern. Oh. Schnellschrott der Wagen, ne?
Can't we do this where the weather's better? Drecksau! So. How many guys you send up here? He's getting away! You're on ice, prick! Boyfriend Ron, he don't care about you! Me and Trevor, we ain't friends no more! He will hurt you! You want the husband! Trevor, you dick! Mister! Mister! You want a boyfriend, huh? More vans, of course. Oh, you forgot to check the train schedule. Ich schalte der Wagen nicht, oder? Trevor. Fuck! You got nowhere to go, boyfriend. All right, all right. Get out the fucking car. Was zur Hölle passiert hier? Oh, das ist schon mal Trevor. Sind wir eigentlich mit dem eigenen Flieger wahrscheinlich geflogen, oder? Also ich bin ja mal mega gespannt. Wer ruft Trevor an? Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Chang. You know my eldest son, Tao? Yeah, the ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Ha! Was that your people? Ah, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. Huh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa, 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 whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover! Yeah, right! It's a tough break. I'd never want to double-cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Ob er ihn wirklich töten wird? Ich glaube nicht. Sonst wäre es ja schon vorbei. Hilfe, Rektor! Treffen wir mit zu Hause. Frank und ich holen die letzte Karre für den reichen Heini. Bist du dabei? Keine Ahnung. Lamar. Achso. Hey, wieso fragt er mich? Wie fährt man eigentlich die Reifen aus? Wie fährt man denn die Reifen aus? Oh! Oh! Hä? Wieso? Ach so, lol. Ach Quatsch, oder? Ach Mensch, ach Quatsch. Ach Quatsch, oder? Och. So. Das Ganze nochmal super. Ja, wie fährt man nochmal die Reifen aus? Warte mal, 0 vielleicht? Ah. Ah, mit G. G für Giel oder sowas. Ich weiß auch nicht. So. Ja. Wird gelaufen. Naja.
Gut, geh. Schon wieder, hey, Verrückter. Wieso kommt der auf mich? Ich bin doch... Hey, bin ich nicht gerade... Keine Ahnung. Der Chefkoch. Molly. Glitis. Letzter Wagen. Wieso kommt er da auf mich? Fragt er da nicht den Falschen? So, wir landen hier ganz kurz. Ein kleiner Dopser. Na, besser lieber nicht. So den ganzen Weg wieder fliegen. Nee. Eigentlich hätte ich mir denken können, dass es nicht F ist. Aber gut. So, schon mal in die richtige Flugposition gehen. Flughafen in Sicht. Oder? Ne, weil der da drüben ist, ja? Wir müssen ein bisschen weiter darüber. So, jetzt mache ich die schönste Landung in GTA, die es jemals gegeben hat. Leichte Schrägkurve. Wir landen in Kürze. Bitte anschnallen. Also hochziehen und... Oh, das war mega weich. Das war echt gut. Nice Landung, würde ich sagen. Wow. Du hast die Wahrheit über Brad herausgefunden. Sehr gut. Kopfschüsse 19 von 20. Einer hätte gefehlt. Ja, Wahnsinn. So. Hey, wir könnten mit dem Flieger weiterfliegen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Können jetzt da unten irgendwas machen? Wenn wir schon mit dem Flieger unterwegs sind, ha? Fliegen wir einfach mal mit das da dahin. Gucken, ob die Landebahn oder Startbahn hier jetzt noch geradeaus reicht. Ja, wer ruft denn jetzt schon wieder an? Hello. Who is this? It's me. I shouldn't have called. Patricia, Mrs. Madrazo. Hey. Are you behaving, Trevor? Oh, yeah. Yeah, sure. Patricia, I really miss you. The time together. Very important. I have to go. Hey. Okay. Okay. Ja, gut. Kann man von so einem Flügel getroffen werden? Muss ich herausfinden. Ah! Oh! Oh oh! Ah! Ah, schade. Hätte klappen können, hätte klappen können. Naja. Ein bisschen Spaß muss sein. So. Kein Flugzeug, kein Fahrzeug. Einfach nichts. Sehr gut. Was machen wir denn jetzt? Wen spielen wir denn jetzt? Wir können. Haben nur mit ihm Aufgaben, gell? Das ist immer nur so ein komisches Zipfelchen. Ja, hilft nichts, müssen wir uns ein Auto suchen. Das Glück ist hier eine große, stark befahrene Straße. Wahnsinnig stark befahren. Also wirklich sehr stark befahren. Von da kommt ein Auto. Wenn er nicht abbiegt, kann man das uns nehmen. Von da kommt auch ein Auto. Ich nehme jetzt hier mal die Pumpgun in die Hand. So. Wir nehmen das Auto. So.
Stehen bleiben. Guten Tag. Hallo. Schönes Auto. Hey, das sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Was ist das hier? Karin. Karin. Wir haben eine Karin. Habe ich auch so noch nicht gesehen, muss ich zugeben. So. Ja, dadurch, dass wir jetzt irgendwie... Ja. Es sitzt ja selber. Fahren wir jetzt dahin. Zum Minuteman. Schon wieder. Patricia. Mrs. Madrazo. Trevor. Oh, I miss you. All you boys. I miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Hm. Och, etwas seltsam, oder? Ah, ich bin immer noch sowieso am Überlegen, wie ich das Ganze beenden werde. Die Leute, die das Spiel kennen, oder das Ende kennen, wissen ja, was passiert am Ende. Man kann sich für, ja, ich sag mal, verschiedene Enden entscheiden, sozusagen. Und da weiß ich noch nicht. Ich wollte eigentlich ursprünglich vielleicht dasselbe machen, wie ich es damals gemacht habe. Aber ich bin gerade so... doch erstens ein bisschen neugierig auf das andere Ende. Und ich möchte eigentlich vielleicht doch mal was Neues ausprobieren. Und ist ja schon viele Jahre her, aber man ändert sich ja auch. Und vielleicht... ist das der Grund, warum ich so ein bisschen drüber nachdenke? Vielleicht, weil ich meine Meinung ein bisschen geändert habe, dass ich sage, lieber so statt so. Also ich bin gespannt, wie ich mich entscheide. Ah, die Ranger wieder. So. Hallo. Look at that! Yeah, turn him up. Oh, it's you. What are you idiots up to, huh? Мы здесь защищаем честь Америки. Это предназначено судьбою. Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей. Fella can't speak two words of English, but he knows this is the best country. Jesus! Hey. Hey, what's that? Illegals ruining the place. Come on. Come on, let's go. Let's go. Get in. Oh, nicht wieder mit... Ja, na gut, okay. Aber was ist mit meiner Karin? Fand ich eigentlich ganz schön, die Karin. You still got that stun gun? Oh, good man. Always prepared. Oh, the depths old troll for 500 bucks. You two are completely loco. If you'll forgive my use of Spanish, you do know what that means, right? You spout all this hippie nonsense, but I know you're a patriot, Trevor. I can just tell by looking at you. Wrong on. We had our eye on this fella for a while. Illegal farming, bartering of goods, deep into a shadow economy. Okay, give me a cloak so I can incapacitate him humanely. Stop. Civil Border Patrol, keep your hands where I can see them. This is a citizen's arrest. Not you lunatics again. You could have killed me. Get in a vehicle now, sir! Двигай, двигай! Okay, okay! So. Haben wir gut gelöst, Leute. Sehr gut. Good work, boys. Now head for the C-Man factory. We got reports of more illegals working over there. Gute Arbeit, Jungs. Where are you taking me? This is a kidnapping. This is time for you to go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have my papers right here. Oh, yeah? Well, let me see that. Uh-oh. You won't get away with this. Oh. I report you. Ah, heute ist der Wurm drin.
Ja, also. Ja. Good work, boys. Now head for the C-Man factory. We got to report to more illegals working over there. Where are you taking me? This is a kidnapping. This is time for you to go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have my papers right here. Oh, yeah? Well, let me see that. Из рук выскочили. You won't get away with this. I report you. Border Patrol, nobody move. There on the bike. Step on it, Trevor. Was? Well, now that's an admission of guilt if I ever saw one. Probably cartel members or child molesters. Haven't you got anything better to do? What, than protect our country? No. We're just stepping in where the government has failed. I'm a big supporter of President Lauterne, but he's gone soft on the key issues. Everyone's so damn worried about the Hispanic vote these days. I voted for Lauterne, you freak. Civil Border Patrol, run and I'll put you down again. You understand me? Okay, you can. Ins Auto. Let's go, buddy. You're coming with us. Yeah, underlay, underlay. Come on, move. In the vehicle now. Was mit dem anderen? Detektier. Aufstehen. Auf geht's. Jetzt gibt's nochmal einen Stromschlag. Na komm. Ты арестован за преступление против демократии. Двигай, или я тебя заставлю двигаться! Go, go, fucker, go! Ну, да, мы в полном Wagen jetzt. Well, good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Was? Ach so. Ja, warte, ich fahre noch an die Straße, damit ich mir ein neues Auto besorgen kann. I told you we'll take it from here. Ja, aber ich brauche doch ein Auto. You're impeding national security, boy. Ja, krass. Wir haben uns jetzt einfach rausgeboxt. Wahnsinn. So, gut. Das ist aber sehr freundlich für, dass sie so dankbar sind, dass ich ihnen geholfen habe, ne? So geht man mit Freunden um, Freunde. Also, ja. Wisst ihr ja Bescheid, was euch erwartet. Gut. Ja, dann sind wir am Ende der Folge. So schaut's aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen ist, ein Like da lassen. Ich fahre jetzt in die City. Hier nach unten. Weil hier oben haben wir ja jetzt nichts mehr. Da ein Fragezeichen könnte man auch machen. Fremde und Freaks. Machen wir das da vielleicht. Genau, in der nächsten Folge dann. Also liebe Leute, wieder einschalten, wenn das heißt GTA mit eurem Xaro. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.